Also Tischdecke ist der Hauptbeat, ne? Und Pflaumenbaum ist quasi der Refrain. No! Das. Der Knack ist der Arm ab. Ja, na ja, klar. Dann möchte ich auch mal langsam für einen Beweis sehen, nicht immer nur. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass der einzige Beweis für dich ist ein Heiratsantrag. Es muss ja auch noch was anderes sein. Weiß ich nicht, aber mach mal lieber, keine Ahnung. Denk dir was aus, keine Ahnung. Ey, Frauen. Denk dir halt was aus. Ist halt ja, so anstrengend. Hier mit uns mitmaß. Quasi. Ich irgendwo her. Wo sind wir jetzt hier vom Preis? 500.000 bis. Circa. Mille. Was? Sag mal. Oh, sorry. Willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Für die Best-ofs. Okay. Also, los geht's. Also Tischdecke ist der Hauptbeat, ne? Und Pflaumenbaum ist quasi der Refrain. Ahne Böses. Tischdecke. So, Moment. Das geht so nicht mehr. Was für ein Pflaumenbaum, muss sein, geblieben? Ja. Die Stecke. Also. Leute. Die Stecke, Pflaumenbaum. Die Stecke. Wenn das richtig, wenn du das ein bisschen länger machst, das ist richtig gut. Das ist aber nicht mehr Haus, das ist schon Hardstyle. Ja, Hardstyle. Mein Hardstyle-Remix für dich, David Train, zum Geburtstag. Kuss. Die Stecke, Pflaumenbaum. Die Stecke. Mach das mal, Junge, es ist voll schwer. Ah, die hat schon immer einen Beatboxer gesteckt. Ja. Oh, jetzt tut mir aber der Rücken weh, ey. Was ist denn? Fresse, dass wir weiterkommen. Ja, deshalb, bevor wir da hinfahren, du musst bedenken, es wird nochmal glitschen. Wollen wir das wirklich noch wieder aufmachen? Wenn das nochmal passiert, dann hau ich da nochmal 3 Millionen oben drauf. Oh, mein Telefon klingelt. Ja, hallo? Steig ein, du Pappnase! Ja. Alles klar. So. War gerade wichtig. Oh, die Tür ist noch offen. Definitiv irgendwie bei Harald nachhaken, was denn. No! Das. Och nee, ey. Rutscht, ja? Gucken Sie bitte, ob die Waffe gesichert ist. Also, wenn sie einen roten Punkt sind, ist sie das nicht. Habe ich gesagt, dass sie in den Anschlag gehen sollen! Jetzt sind die Äpfel wieder langweilig geworden. Zeig aber deine Wimpern. Jetzt gibt's auch noch Äpfel in der Antonik. Die längste Stirn der Welt. Guck mal hier. Haare? Warte mal. Haare? Lange nichts. Oh, was hast du für eine Stirn? Das ist ja übelst. Was über Excel? Aber nicht so Geheimratsecken wie du. Zeig mal deine. Komm, zeig mal hier, was du 2 Stunden gemacht hast jetzt da unten. 6 Flaschen Sekt. Alter. Ja. Eine Venus-Fliegenfalle. Ja. Boah, nee, aber übelst, oder? Nee, mach mal nochmal auf der Seite, bitte. Ob sie jetzt einmal ist oder woanders? Mach mal so. Und nicht hier wie so ein. Du bist. Also, wenn du irgendwo als Masseur anfangen würdest, dich würden sie nach 5 Minuten entlassen und sagen, das können wir dir in 3 Jahren nicht beibringen. Soll ich schon was sagen? Ist wirklich so. Ich habe in meinem ganzen Leben noch, ohne Witz, ich liebe über alles, mein Schatz, ne? Ja. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch niemand so schlecht massieren sehen wie dich. Ja. Moment, rede mit das dir. Du weiter vor, bitte, Dominik. Weil ich das nicht zurückkriegen will, deswegen habe ich auch keine. Was nicht zurück? Ich mache da regelmäßig eine Durchknetung bei dir. Ah, nicht an die Nase. Ist nicht das Lenkrad des Kopfes. Stopp! Hättest du mal beim Teamtreffen an Laura rangehen müssen. Oh. Oh. Achso, die hat gut geknetet? Ja, auf jeden Fall haben sich alle dahingesetzt. Ich wollte mich eigentlich auch mal kneten lassen, aber ich ist nicht dazu gekommen. Merkst du, wie hart das alles ist? Wenn sonst nichts. Ach, an den Schulterblatt sollst du ran. Ja. Ein bisschen hoch. Hörst du nicht zu? Ja, stopp, oh, oh. Ein bisschen vor wieder. Ja, stopp. Oh, da ist gut, Maus. Oh, ja. Au. Hab ich gern gemacht.
komm, jetzt der letzte. Ah. Auch wieder ganz vor. Ja. Was ist denn da an den Leuten hier? Ist doch sonst nicht so. Ja, du sitzt ja auch den ganzen Tag hier. Weiter vor, das stimmt gar nicht. Ja, befüllt. Kommt davon, dass ich einen Gaming-Stuhl kaufe und keinen ergonomischen Stuhl. Bist du hart? Ich gehe jeden Tag im Sport. Au! Achtung, und jetzt nochmal. Nicht, noch. Nein, übertreib's nicht. Nicht übertreiben, du kennst dich. So und deine ungeschickten Hände. In the sky for me. And you're so beautiful. I have a little present for you. Please, stop. You can start again later. Düstecke, Pflaumenbaum. Düstecke, Pflaumenbaum. Diese Frau scheint auf der ständigen Flucht vor mir zu sein. Es ist absolut nicht normal. Weil zum Beispiel, dann kam ja zwischendurch eine Pressemeldung von Astragon, das sollte eigentlich nicht passieren. Astragon wieder, zu geil. Dann glaube ich, dieser Sheet mit den Gewächshäusern sollte auch noch nicht kommen. Ja, da wird das Embargo. Ja, den hatte ich auch gerade. Ach oh, ja. Nee. Geht aber gleich wieder. Ich hatte gerade 300 Millisekunden. Tino, jetzt hatte ich auch ein Leck gehabt. Ja, aber ich habe gerade Mission gestartet, von der wir dann daran gelegt haben. Ach ja, dann kannst du gleich zum Hof kommen. Ja, echt mal. Ich habe gerade die ganzen Kisten wieder runtergerammt. Die ganzen Kisten. Oh nee, ey. Oh nee. Maus, das gibt doch mal das übelste Reh vor. Es macht aber nichts, aber mir, ich merke, dass ich total verspannt bin. Leute, alles klar. Schönen Abend noch. Ich bin morgen wieder live, ne? In diesem Sinne, speichert ihr? Machen wir. Tschüss. Mach mal den Link von der OnlyFans-Seite. Ich kann dich mal einknacksen, ja? Komm. Doch. Bein. Mir die passende Musik ein, bitte. Schön entspannt, ja? Oh, oh. Bist du entspannt? Wenn jetzt ein Pups rauskommt, ne? Das hat sie mal bei mir probiert. Hat gut geklappt. Oh, das hat man gehört. Das hat man gehört. Habt ihr das gehört, Leute? Der war krass. Hä, hey, die ist ja gerade... Ach doch, guck mal. Oh, scheiße! Fuck! Guter Auftritt, Chef! Danke. Sagen, dieses Reaction-Video ist gerade ziemlich weird. Was soll ich dazu sagen, Leute? Was soll ich dazu sagen, Robert? Weint doch wie einer. Was soll ich dazu sagen? Das ist immer dasselbe. Du sitzt da und ich frage, ob ihr einen Arzt habt, Junge. Das ist nicht in Worte zu fassen. Ich glaube, das wird jetzt der echte Running Gag in jedem Monatsbest-of. Also ohne Witz. Also das wird jetzt der Running Gag in jedem Monatsbest-of. Ich glaube, das sind mittlerweile vier Monatsbest-of hier. Guck mal, jetzt sind korrigiere, fünf Monatsbest-of sind das jetzt. 2, 1, 2, 5. Zur Deko dann, ne? Orange-Schwarz. Deswegen, ja, oh, es wäre so geil, wenn hier so ein Halloween-Fahrzeug, so ein Leichenwagen hier vorne stände. Kannst du was organisieren, Damien? Leichenwagen? Ja, so ein richtig geiler Leichenwagen, einfach so für Halloween. Du machst Halloween-Party. Echt? Ja, klar, was denkst du denn? Ja, dann brauchst du dich schon mal nicht verkleiden, ne? Weiß ich, aber wenn du da zum Beispiel deine Schminke, deine 5 Kilo weglässt, ne, dann passt die ja auch besser rein. Ja, was soll ich machen, ey? Ich bin immer so voll Schminke, wenn ich von deiner Mutter komme. Ich schmier dir mal alles bei mir ab. Vor allem, weil ich nicht weiß, wer meine Mutter ist. Ja, sag doch was, das stellst du dir vor. Ist doch kein Problem. Wusste ich ja nicht, dass du... Düstecke, Pflaumenbaum. Düstecke, Pflaumenbaum. Düstecke, Pflaumenbaum. Düstecke, Pflaumenbaum. Düstecke, Pflaumenbaum. Düstecke, Pflaumenbaum.
Die Stecke, Pflaumenbaum.